Du möchtest vielleicht Geld verdienen oder mehr Geld verdienen oder einfach anders Geld verdienen. Nun, dann bist du heute hier richtig zum Videoclip Die Einkommensarten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir begleiten jedes Jahr eine ganze Menge Menschen dabei, sich beruflich zu verändern, sich selbstständig zu machen, zu wachsen oder Unternehmen zu gründen. Meine Aufgabe wird es heute sein, dir einen Überblick zu geben, welche Möglichkeiten, welche Arten es gibt, wie du dein Geld verdienen kannst. Die erste Möglichkeit, wie du dein Geld verdienen kannst, ist es als Angestellter. So habe ich damals auch angefangen, bei der Bundeswehr mit einer deutschen Mark pro Stunde meine Zeit zu verkaufen. Und die meisten, nun, die treten als Angestellter in den Wirtschaftskreislauf ein. Und was verkaufen sie? Sie verkaufen Zeit gegen Geld. Wenn du das nun steigern möchtest und sagst, du machst ein Studium und du überlegst dich als Berater, als Steuerberater, als Künstler, wie auch immer, dich selbstständig zu machen, wirst du zwar weiterhin deine Zeit verkaufen gegen Geld, aber du bist dann selbstständig. Das heißt, du gehst zum Finanzamt, hast deine Steuernummer und kannst deine Honorare ein bisschen nach oben schrauben, du kannst deine Zeit frei einteilen und du hast andere Steuervorteile, die ein Angestellter nicht hat. Aber auch hier bist du erstens Einzelkämpfer, weil das zeichnet die beiden Funktionen hier aus. Das heißt, du kämpfst ganz alleine, vielleicht später noch mit Mitarbeitern, die als Sprechstundenhilfe arbeiten an einem freien Markt. Aber wenn du deine Stunden verkauft hast, von den 168 Stunden in der Woche, du vielleicht 60 Stunden verkauft hast, nun, dann wirst du auch nicht sehr viel mehr verdienen können, als deine Zeit hergibt. Und da gibt es auf der anderen Seite Geschäftsmodelle, Einkommensarten, die vielleicht interessanter, vielleicht lukrativer für dich sind. Gucken wir nun hier in das dritte Feld. Das U steht für Unternehmer. Unternehmer sind Menschen, die nicht mehr ihre eigene Arbeitszeit verkaufen, sondern die Teams, die Firmen, die komplexe Strukturen, Organismen, könnte man fast sagen, aufbauen, also Unternehmensfamilie gründen, wo viele Menschen gemeinsam an Vorhaben, an Projekten arbeiten. Diese Menschen arbeiten dann nicht mehr alleine als Einzelkämpfer, sondern sie arbeiten ein Team. Die sorgen also dafür, dass du als Angestellter, dass andere Menschen Geld verdienen können und sind dafür verantwortlich, dann die entsprechenden Projekte und die Aufträge reinzuholen. Nun, als Unternehmer hast du die Möglichkeit, dann ein Team zu gründen, etwas aufzubauen, wo viele Menschen gemeinschaftlich an Vorhaben arbeiten und auch alle Geld verdienen. Der große Vorteil als Unternehmer ist es, dass du nicht mehr deine eigene Zeit verkaufen musst. Sicherlich wirst du am Anfang mitarbeiten, du wirst alle Prozesse kennenlernen, du wirst das Steuern kontrollieren, Mitarbeiter einstellen, Führungskräfte einstellen, diese ausbilden und alles kontrollieren. Aber irgendwann hast du die Möglichkeit, dann einen Geschäftsführer einzustellen und sich zurückzuziehen. Du hast irgendwann die Möglichkeit, dich komplett aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und vielleicht die Firma oder Anteile zu verkaufen. Dann wirst du feststellen, dass du nicht mehr Zeit gegen Geld tauschst, sondern du bist an einem Unternehmensprojekt, an einem Vorhaben beteiligt. Das ist die dritte Möglichkeit. Nun, was ist nun die vierte Möglichkeit? Die vierte Möglichkeit ist, dass du dich investierst in Projekte. Das muss nicht immer mit Geld sein, dass du Firmenanteile kaufst, Aktien kaufst, dich in Gesellschaften, Startup-Unternehmen einkaufst. Du kannst das auch mit deiner Zeit machen. Du hast also hier die Möglichkeit, sogenanntes residuales Einkommen aufzubauen. Residuales Einkommen. Nun, wofür steht das? Es gibt das sogenannte Volkseinkommen und ein Teil, 50% dieses Volkseinkommen, das ist Zeit gegen Geld. Das sind die Angestellten und das sind teilweise auch die Selbstständigen, die dort Dienste leisten. Und auf der anderen Seite hast du alle die Einkunftsarten, die zum Beispiel ein Vermieter, ein Hausbesitzer bekommt durch Mietzahlung oder ein Aktionär durch Dividenden oder wenn du Firmenanteile hast durch Beteiligung und Ausschüttung an den GmbHs und UGs, wo du beteiligt bist. Nun, wie sieht deine persönliche Strategie aus? Sicherlich wirst du vielleicht als erstes hier als Angestellter starten, so vielleicht auch ich und viele andere Menschen. Irgendwann kannst du dann aber sagen, ich möchte vielleicht freier arbeiten oder ich möchte meinen Honorar die Stunde vergrößern. Nun, dann kannst du gerne jederzeit zum Finanzamt gehen, dich selbstständig zu machen. Wenn du aber dann sagen willst, ich möchte meine Zeit nicht mehr alleine verkaufen, sondern ich möchte unabhängig von meiner Lebenszeit, weil ich eine Reise machen will oder weil ich auch Altersvorsorge aufbauen will, ein Unternehmen gründen, dann kannst du jederzeit ein Gewerbe anmelden, eine Kapitalgesellschaft gründen und dann wirst du beteiligt in der Höhe, wie du auch Gesellschafter am Unternehmen bist. Und wenn du sagst, das reicht dir nicht aus, sondern du möchtest noch mehr vorsorgen, du möchtest einfach deine Sicherheit, deine finanzielle Sicherheit im Alter noch auf mehrere Beine aufstellen, nun, dann kannst du deine Gewinne, deine Einkünfte nicht mehr in Urlaub investieren oder in die nächste Dauerkarte für Hertha, sondern du suchst dir irgendwelche lukrative Vorhaben, Startups, wo du dich beteiligst oder du kaufst Wohnungen oder Häuser und vermietest die. Das sind die Möglichkeiten, die du als Investor dann hast.
Wenn du nun Fragen haben solltest oder dir Begleitung wünscht, Beratung wünscht oder einfach Bewertung deiner geschäftlichen Ideen oder bei der Umsetzung Hilfe brauchst, vielleicht Fördermittel, dann kannst du gerne den folgenden Gutschein hier zum Erstgespräch bei uns beantragen. Ich freue mich, dich kennenzulernen, deine Vorhaben kennenzulernen und ich wünsche dir persönlich viel Erfolg. Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.